Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jurassic World Evolution 2 Video. Und heute ist es endlich soweit, denn heute kommt das Campkreidezeit DLC raus und gleichzeitig mit dem Campkreidezeit DLC kommt auch noch ein kostenloses Update für das Spiel raus, nämlich das Update 2. Und das beinhaltet richtig viele neue, coole Inhalte und Funktionen. Und genau diese möchte ich euch in diesem Video mal alle vorstellen. Und da das wirklich eine Menge sind, würde ich sagen, wir fangen direkt an, und zwar mit der Dekoration. Wir bekommen nämlich über 40 neue Deko-Elemente in das Spiel. Dadurch hat sich das Menü hier auch geändert. Da sind jetzt so 4 Reiter und der erste Reiter sind Schilder und Banner. Und da würde ich sagen, die platzieren wir jetzt mal eben. Okay, die Ausrichtung ist so. Das heißt, wir machen das Ganze mal so. Dann kann man das, glaube ich, ganz gut sehen in der Sonne. Achso, das Ganze ist übrigens kostenlos, das komplette Update. Das ist für PC und Konsole verfügbar. Das heißt, jeder Spieler, der das Spiel hat, bekommt auch dieses Update und diese neuen Gegenstände. Der erste neue Gegenstand ist ein cooler Pteranodon-Banner. Sieht ein bisschen aus wie das Avengers-Logo. Aber ich will jetzt gar nicht so viel quatschen, weil wir haben echt viele Sachen. Die will ich jetzt mal schnell durchgehen. Mosasaurus. Die Dinger hier kennen wir schon. Die gab es schon vorher. Ich weiß jetzt nicht, warum die eine andere Ausrichtung haben, aber macht ja nichts. Also die sind nicht neu. Die gab es vorher schon im Spiel. Genauso wie diese Dinger. Also da brauche ich, glaube ich, dann noch nicht drauf weiter eingehen. E-Stock, Visitor Center und Helipad. Ich glaube, die hatten wir auch alle drei schon. Und diese Schilder sind aber neu. Da gibt es nämlich jetzt einmal so ein cooles Aviary-Schild, ein Gyrosphären-Schild, ein Jurassic-Tour-Schild und ein Lagoon-Schild. Finde ich mega cool. Mir gefällt auch besonders gut die Optik von diesen Schildern. Schön unten mit diesem Stein und dann hier oben das Holz. Sieht mega nice aus. Und ich glaube, das passt auch wirklich in jede Ära. Und dann haben wir hier noch diese ganzen Dinosaurier-Schilder. Die sind aber, glaube ich, auch nicht neu. Die gab es, glaube ich, vorher schon. Und der nächste Reiter hier. Das sind Bäume und Pflanzen. Das ist tatsächlich so, dass die immer unterschiedlich sind, hier diese obersten 10. Je nachdem, auf welchem Biom man spielt oder auf welcher Karte man spielt. Das ist jetzt Kanada, deswegen sind das alles solche nordischen Pflanzen, die man hier auch auf der Karte findet. Also es ist nicht möglich, jetzt zum Beispiel auf der Kanada-Map die orangenen Bäume von Pennsylvania zum Beispiel zu nehmen. Und genauso ist es natürlich nicht möglich, diese Bäume zum Beispiel in der offenen Wüstenkarte zu verwenden. Also es unterscheidet sich dann immer so ein bisschen. Aber es ist schon cool, ne, dass man jetzt hier wirklich eine schöne Auswahl hat an platzierbaren Bäumen, dann ist das nicht mehr so zufallsabhängig. Finde ich mega cool. Und dann haben wir auch als nächstes noch so ein paar Pflanzen. Ich glaube, die hier gab es schon. Die hier gab es, glaube ich, auch. Aber diese hier sind neu. Da finde ich das richtig cool. Das ist auch wieder dieser Holz-Stein-Optik, wie bei den Schildern. Mit diesen Blumentöpfen, nenne ich sie mal. Dann haben wir auch nochmal so einen platzierbaren Baum. Und auch noch weitere. Die platziere ich jetzt mal eben schnell alle. Dann auch in so einer S-Form. Das finde ich auch mega cool. Und auch noch in Rund gibt es das auch. Oh, das ist natürlich passend, ne? Da kann man ja richtig cool die Wege dann so entlang führen. Also wenn man jetzt hier unter so einem Weg hat. Das ist ja richtig cool. Und den hatten wir gerade schon. Und diese Dinger, die kennen wir auch schon. Die waren ja vorher auch schon im Spiel. Aber das ist auch wieder eine Menge hier bei Bäumen. Und als nächstes haben wir Springbrunnen. Das ist natürlich auch besonders cool. Da haben wir einmal so einen ganz kleinen, wie so ein kleiner Mini-Plätscher-Wasserfall. Aber erstmal platziere ich jetzt hier alle Springbrunnen für euch. Dann seht ihr auch, dass die alle unterschiedliche Düsen und sowas haben. Und auch Formen. Ach, ich finde die optisch so cool. Ich freue mich schon darauf, damit einen Park zu bauen. Und die sind auch alle voll unterschiedlich groß. Ach, diese Objekte sind so nice. Ich liebe die Springbrunnen jetzt schon. Aber ich platziere auch mal die weiteren Objekte. Die Lampe hier kannten wir ja schon. Die kennen wir auch. Die kennen wir auch. Diese hier ist allerdings neu. Die platziere ich mal auf diese Seite. Das ist so eine schöne Fackel mit Feuer. So ein bisschen im Jurassic Park-Style. Das sind einmal so Bambusstöcke.
Auch so eine coole Deko, finde ich. Und dann auch nochmal diese Dächer. Die gab es tatsächlich auch schon bei diesen Besucherläden, konnte man die auswählen, als Außenverkleidung. Und dann haben wir hier auch nochmal eine coole Pteranodon-Skulptur in Bronze. Und ein absolutes Highlight für mich. Ich drehe es mal eben ein bisschen. Nämlich dieses coole Spinosaurus-Skelett. Das finde ich richtig cool. Aber es war noch nicht alles. Also das kennen wir hier schon. Die Stühle. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Das auch. Und diese Dinger hier sind noch neu. Das sind solche Bernstein-Skulpturen, nenne ich sie mal. Die spiegeln sich auch richtig cool hier alles. Sieht schon nice aus. Hier habt ihr nochmal die Springbrunnen, Lampen und Skulpturen, nenne ich es mal, in der Übersicht. Also das sind schon wirklich richtig coole Objekte. Aber wir haben noch einen weiteren Reiter, nämlich diese Industriegebäude. Und das ist sogar sehr interessant, nämlich diese Dinger hier sind für Flugsaurier. Die kann man gut dann in Aviarien einbauen und dann können die Flugsaurier hier drauf landen oder halt hier auf zwei Ebenen bei den Dingern. Dann haben wir hier auch nochmal so eine kleine Überwachungsanlage mit Solar. Dann solche Betonbarrieren. Ich finde es auch cool, dass man die so nah aneinander platzieren kann. Dann haben wir einen coolen Baukran. Und ganz viele Container in verschiedenen Farben. Oh, hier sind die Gebäudebeschränkungen ein bisschen größer gerade. Könnte daran liegen, dass es vielleicht uneben ist oder sowas. Eine Holzkiste. Dann so ein Tank. Bauen wir hier vorne weiter. Hier auch nochmal so einen offenen Container. Noch ein paar mehr Kisten. Noch mehr Kisten. Diese Käfige finde ich auch mega cool. Leider kann man dort keine Dinosaurier reinplatzieren. Aber das dürften auch die Originalkäfige aus dem Film sein. Das ist schon sehr nice. Und das war immer noch nicht alles. Denn wir haben ja auch nochmal so ein Zelt oder so eine kleine Werkstatt ist das fast. Hier sind auf jeden Fall so Autoreifen. Dann hier auch nochmal so einen kleinen Unterstand. Auch mit Kisten und allem möglichen Zeug drinne. Dann nochmal so ein Container. LKW-Anhänger. Oh, und Zelte haben wir auch. Das ist natürlich auch sehr cool, ne? Und da ist auch wieder Inneneinrichtung und alles drin. Also diese ganzen Objekte sind super detailreich. Und nochmal ein größeres Zelt. Und das darf nicht fehlen. Dieses coole Raptor-Gehege aus dem Jurassic Park 1 Film. Leider auch ohne Funktion, also man kann da keine Raptoren oder so reinmachen. Was ein bisschen schade ist. Aber sieht optisch natürlich cool aus und wenn man dann Jurassic Park 1 nachbauen will, ist es natürlich ein Must-Have. Das waren jetzt die Industrie-Items und ich kann allgemein mal rauszoomen, also das sind wirklich mega viele Objekte, ihr seht das ja hier schon. Das ist echt krass. Das war aber noch lange nicht alles, denn es ist jetzt auch so, wenn man in den Sandkastenmodus geht, dann hier eine Karte auswählt und dann das Ganze startet, das ist eigentlich egal, dann hat man alles freigeschaltet, selbst wenn man hier nicht überall 100% hat. Also im Sandkastenmodus ist trotzdem alles dann freigespielt. Da muss man nicht erst den kompletten Chaos-Theorie-Modus durchspielen. Das gilt allerdings nicht für bestimmte Sachen, die man hier als Belohnung bekommt. Also die könnt ihr dann immer, ich kann es euch nicht zeigen, unten rechts, da wo die grünen Haken sind, da könnt ihr ja so spezielle Sachen freischalten. Die zählen da nicht mit rein. Also die müsst ihr dann trotzdem noch freispielen im Herausforderungsmodus. Das sind allerdings immer nur Dinosaurier-Skins. Aber ansonsten ist wirklich dann alles freigeschaltet, wenn ihr hier auf den Sandkastenmodus zugreift, auch wenn ihr die Kampagne oder den Chaos-Theorie-Modus noch nicht auf 100% abgeschlossen habt. Und da gibt es auch noch einige neue Funktionen bzw. Optionen im Sandkastenmodus. Dafür könnt ihr einmal hier in die Sandkasteneinstellung gehen und ganz unten findet ihr dann einige neue Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt ja unter anderem die Wissenschaftler ausstellen, das heißt, ihr braucht dann, wenn ihr irgendeine Aufgabe ausführen wollt, keine Mitarbeiter mehr. Das habe ich mir sehr lange gewünscht. Ich bin froh, dass es jetzt im Spiel ist, weil das war mal super nervig, dass man im Sandkastenmodus dann auch überall Mitarbeiter brauchte. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Also jeder, der das Spiel kennt,
weiß genau, was damit gemeint ist. Das brauche ich euch jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Ich stelle die jetzt mal direkt aus. Dann kann man auch jetzt Expedition und Fossilien einstellen und auch zum Beispiel Forschung einstellen. Wenn man das macht, dann ist hier noch kein Dinosaurier freigeschaltet. Dann sind die alle ausgegraut. Dann müsste man erst, na, ich gehe mal hier raus, in die Expedition gehen. Geht natürlich nicht, weil wir kein Expeditionszentrum haben. Und dann hier halt Sachen, also Fossilien suchen und daraus dann Dinosauriergenom gewinnen. Und dann kann man die nach und nach halt erforschen und dann in seinen Park freilassen. Genauso ist es bei den Forschungen natürlich auch. Da müsste man dann auch erstmal alles erforschen. Hier ist jetzt gar nichts so weit erforscht. Da müsste man dann hier die ganzen Bedingungen erfüllen und halt ganz normal spielen. Aber wenn man das ausstellen sollte, das mache ich jetzt mal eben, dann ist nämlich direkt alles freigeschaltet. Das kann man auch jederzeit machen. Und dann seht ihr auch gleich, hier sind alle Dinosaurier verfügbar. Und die könnte ich jetzt auch ohne Mitarbeiter freilassen. Wir machen jetzt einfach mal so einen Amagasaurus. Und dann seht ihr, das geht direkt los hier. Das ist super praktisch. Und eine weitere Funktion gibt es nämlich auch noch hier. Nämlich die Auftragszeit. Die kann ich runterstellen. Das heißt, jetzt würde es bei 50% nur noch die Hälfte der Zeit dauern. Zum Beispiel das Dinosaurier ausbrüten. Oder bei 10% ein Zehntel der Zeit. Das heißt, wenn ich das jetzt runter mache, sollte es wesentlich schneller hier gehen. Hoffentlich. Ja. Der hat den direkt überholt. Seht ihr das? Der läuft noch auf die alte Zeit. Und dieser hier läuft halt auf schnellerer Geschwindigkeit. Also das ist schon ein immenser Unterschied. Und wenn man dann hier auf Stufe 3 stellt, dann geht das fast instant. Das ist mega cool. Und jetzt können wir den mal hier freilassen. Yay. Und eine Sache kann ich euch noch zeigen. Nämlich kann ich euch zeigen, dass es hier auf der Karte dann zum Beispiel andere Pflanzen gibt. Hier gibt es dann so Palmen, Kakteen und sowas. Das habe ich euch ja gerade schon gesagt, das ist immer halt kartenabhängig, was für Pflanzen man hier zur Auswahl hat, diese obersten 10. Ach so, Leute, ich sehe gerade, sogar diese Dinger sind anders. Das ist ja interessant. Okay, die werde ich jetzt aber trotzdem in diesem Video nicht komplett durchgehen. Aber das heißt, selbst hier ist die Bepflanzung dann anders bei diesen Blumendingern. Das sind nicht nur die obersten 10. Das ist ja krass. Finde ich aber cool. Die Springbrunnen oder so aber nicht. Nee, das sind halt nur die Pflanzen. Aber das ist dann auch wirklich alles anders. Ach so, und bevor ich es vergesse, diese Pflanzen hier, die man platzieren kann, die zählen auch in die Dinosaurierbewertung rein, also in diese ja, Komfortdaten. Das heißt, wenn die zum Beispiel mehr Wald oder so benötigen, kann man auch solche Bäume dann platzieren, um diese Bedingungen zu erfüllen. Außerdem gibt es jetzt auch noch ein richtig neues, cooles Feature. Nämlich hier unten links könnt ihr das finden, die Ego-Perspektive. Da könnt ihr draufklicken und dann könnt ihr euch einen Startpunkt aussuchen. Und in dieser Position geht's dann direkt los in Besucherperspektive. Da könnt ihr dann durch den Park laufen, langsam, schnell. Und ihr könnt dann auch mit Gebäuden zum Beispiel interagieren. Also ich kann jetzt hier zur Jurassic Tour gehen und direkt Linksklick für Lenken machen. Oder an der Tour teilnehmen mit E. Mache ich jetzt mal. Dann bin ich direkt hier im Fahrzeug und kann dann dort mitfahren. Wenn ich jetzt zurückgehe, komme ich dann auch wieder bei diesem Gebäude raus, wenn ich jetzt zum Beispiel selber lenke. Dann fahre ich los. Ich fahre mal hier durch kurz. Ich kann natürlich auch die Kamera wechseln, ganz normal. Und wenn ich jetzt aber aussteige, dann steige ich an dieser Stelle dann aus, wo das Fahrzeug stehen geblieben ist. Und dann kann ich dort weiterlaufen. Solche Tore öffnen sich übrigens auch. Das Ganze funktioniert auch bei Gehegetoren. Da kann man dann auch ohne Probleme durchlaufen. Aber man kann zum Beispiel auch noch sich bücken auf STRG. Und man kann Licht ein- und ausschalten. Dafür müssen wir gleich mal in den Nachtmodus gehen. Und man kann sogar die Karte öffnen. Das ist ja cool. Interessant. Und man kann auch das HUD ausblenden. Dann sieht man hier keine Anzeigen mehr. Ihr könnt übrigens in fast jedes Gebäude reingehen. Das hier ist jetzt zum Beispiel eine Galerie. Und dann, wenn ihr rausgeht, geht ihr auch wieder bei dieser Galerie raus. Das geht auch bei anderen Gebäuden.
wie zum Beispiel hier dieser Ranger-Station. Wenn ich da jetzt draufklicke auf das Gebäude, dann öffnet sich ganz normal diese Ansicht von oben und das Menü. Und dort kann ich dann alles ganz normal verwalten. Die Skins wechseln, ja, Upgrades anwenden oder in einen Jeep einsteigen. Und wenn ich wieder rausgehe, geht es dann wieder in diese Ego-Perspektive. Das heißt, ich könnte rein theoretisch auch das Spiel in der Ego-Perspektive komplett spielen. Wenn ich zum Beispiel eine Expedition durchführen will, dann laufe ich einfach zum Expeditionszentrum. Und dann kann ich das hier machen. Das ist jetzt hier ausgegraut. Wahrscheinlich, weil irgendwas fehlt. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, ne? Also man könnte wirklich hier komplett in Ego-Perspektive durch den Park laufen und Sachen erledigen. Den wie komischerweise keinen Motorsound hat. Kein Plan, woran das liegt. Und wenn ich dann aussteige, dann rollt der Jeep ohne mich weiter und ich kann mal weiterlaufen. Und bei Nacht könnt ihr dann auch noch eine Taschenlampe anmachen. Das ist auch mega cool. Ich habe übrigens nochmal die ganzen Springbrunnen gebaut, damit ihr die auch mal beleuchtet seht. Das habe ich mich vorhin vergessen. Sieht schon alles echt richtig nice aus. Und auch die Fackeln hier finde ich cool mit dem richtigen Feuer. Du hast hier sogar fast alles beleuchtet. Oh, da sind sie. Ist jetzt hier nicht ganz so gruselig, weil diese Map relativ hell ist bei Nacht. Aber jetzt stellt euch das mal noch dunkler vor und auf einmal seht ihr so mit einer Taschenlampe einen Herrerasaurus auf euch zukommen. Das ist schon cool. Dann haben wir als nächstes noch eine weitere große neue Funktion, nämlich die Speziesansicht. Da kann ich jetzt mal draufklicken. Und dann lädt hier ein komplett neues Menü. Und in dieser Ansicht können wir uns alle Dinosaurier nochmal ganz genau angucken. Also da kann man wirklich alle durchgehen, die es im Spiel gibt. Ob Land, Wasser oder Flugsaurier, das ist ganz egal. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel den Edmontosaurus hier. Ich finde es besonders cool, dass man hier dann auch die ganzen Skins ausprobieren kann. Weil vorher hatte man da nie eine Möglichkeit. Und jetzt kann man im Hauptmenü halt gucken, welcher Skin einem so gefällt. Und den kann man sich dann merken und dann in seinem Park zum Beispiel anwenden. Hier kann man auch noch zum Beispiel Animationen abspielen. Das ist jetzt, wenn er einfach nur rumsteht, die Idle-Animation. Voll detailliert. Man sieht sogar das Atmen an den Nasenlöchern. Das hier ist Laufen. Rennen, liegen, sich auf dem Boden so ein bisschen kratzen und dann hier so ein bisschen rumgrasen ist das, würde ich sagen. Kann auch rein und raus zoomen oder die Kamera drehen, das funktioniert auch alles. Oh, man kann auch pausieren, das geht auch. Man kann auch das ganze Menü ausblenden. Und als letzten Punkt haben wir hier noch so ein paar Farbanpassungen. Die kann man ja auch in den Sandkasteneinstellungen einstellen. So ein bisschen der Farbabgleich, würde ich jetzt sagen. Je nach Map kann man das so ein bisschen dann halt wärmer einstellen, das Licht, oder kälter. Dann kann man auch die Position des Lichts einstellen. Das ist, glaube ich, jetzt die Drehung. Ja, genau, jetzt kommt das von der anderen Seite zum Beispiel. Ah ne, das ist die Sonne, ne? Kann das sein? Und jetzt ist der Mond. Sieht so ein bisschen so aus. Das ist ja interessant. Kann man dann auch alle Tageszeiten durchgehen. Die Rotation kann man auch noch ändern. Das heißt, man kann erstmal einstellen, was für ein Licht man haben möchte. Und dann kann man noch die Richtung des Lichts einstellen. Und auch die Größe von dem Licht. Das heißt, man kann hier die Sachen auch noch mehr beleuchten. Also da kann man dann wirklich tolle Bilder machen von den Dinosauriern, die man hat. Dabei könnt ihr wirklich jeden Dinosaurier auswählen, den ihr wollt. Auch den Scorpius Rex hier. Und auch dann die Skins ausprobieren. Der sieht schon böse aus. Und mit STRG könnt ihr sogar euch ansagen lassen, wie man den Namen ausspricht. Scorpius Rex. Ah, okay. Ich gehe mal einmal eins zurück, weil mich interessiert eine Sache tatsächlich. Dafür nehmen wir uns mal eben die Zeit. Nämlich ist das der... Wo haben wir... Da ist er. Das will ich wissen, wie man den ausspricht. Carcharodontosaurus.
Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus. Ach Gott. Lassen wir das. Jetzt haben wir es auf jeden Fall gehört. Carcharodontosaurus. Carcharodontosaurus. Und wir bekommen auch noch einige kleinere Änderungen, die das Spielerlebnis ein wenig angenehmer machen. Man kann jetzt nämlich zum Beispiel so einer MVU-Unit, also dieser Veterinär-Unit, kann man jetzt einen Ranger-Posten zuteilen. Den hier zum Beispiel. Und jetzt fährt er in dem Bereich dann automatisch ja, kranke Dinosaurier an oder Dinosaurier mit kleinen Verletzungen und kümmert sich selber um die. Wenn das irgendwie was Größeres ist, wo der Dinosaurier betäubt werden muss und dann hier in der Station behandelt werden muss, dann muss man das selber dann trotzdem noch machen, also manuell. Aber so kleinere Sachen, wie zum Beispiel eine Erkältung, da kümmern sich dann endlich diese Teams selber drum. Das ist echt super angenehm. Natürlich zählen dazu nur Dinosaurier, die auch in diesem Radius von dem Ranger-Posten sind. Das ist aber, denke ich mal, selbsterklärend. Dann gibt es auch noch für einige Gebäude neue Upgrades. Zum Beispiel hier bei der Ranger-Station wäre das automatische Auffüllen. Versorgt dieses Gebäude dauerhaft mit Fahrzeugtreibstoff und Saurierfutter. Da muss man das nicht mehr manuell nachfüllen. Solche Upgrades gibt es auch noch für andere Gebäude. Da müsst ihr euch da mal so ein bisschen durchklicken. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig, welche neu sind und welche es vorher schon gab. Also keine Ahnung. Aber es soll wohl viele neue geben. Es gibt jetzt auch noch ein neues Jurassic World Tor. Das sieht so aus. Eigentlich genau gleich, nur mit anderem Logo hier. Das ist dann verfügbar bei dieser Truck Tour. Also dieser hier. Und bei der mit den Ford Explorern hier aus der Jurassic Park Ära, da ist noch ganz normal das andere Tor dann verfügbar. Das kann ich mal einmal eben daneben platzieren, würde ich sagen. Seht ihr da mal den Unterschied? Ja, sieht eigentlich relativ identisch aus. Die Farben sind auch noch ein bisschen anders von den Fackeln. Hier sind die hell, da sind die dunkel und halt das Logo. Dann gibt es jetzt auch noch solche neue Missionen und Aufträge. Da gab es ja immer solche Aufträge, wie zum Beispiel schießen ein Foto von der und der Spezies. Da kommen noch weitere Aufträge hinzu, damit man da ein bisschen mehr Vielfalt hat. Welche das genau sind, kann ich euch jetzt auch so nicht sagen. Und auch das Dinosaurierverhalten wurde nochmal überarbeitet. Also gerade was diese Gruppenangriffe von zum Beispiel Velociraptoren angeht. Da soll jetzt auch die Beute, die angegriffen wird, flüchten können. Und dann kommt es halt darauf an, wie viel Ausdauer derjenige Dinosaurier hat, ob er dann entkommt oder nicht. Und es sollen auch so Dinosaurier wie zum Beispiel der Triceratops mit so einem Gegenangriff die Angreifer in die Flucht schlagen können. Also da bin ich gleich mal gespannt, ob wir das noch zu Gesicht bekommen. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wir die Dinosaurier erstmal ein bisschen länger beobachten müssten, um dann auch die Unterschiede richtig festzustellen. Da soll es wohl einige Verhaltensänderungen geben. Die werde ich euch in diesem Video ja auch nicht komplett zeigen können. Aber das mit den Triceratops werde ich jetzt auf jeden Fall ausprobieren. Da bin ich echt gespannt. Oh, jetzt passiert was. Okay, er ist auf jeden Fall schon mal nicht stehen geblieben einfach, sondern ist auch auf die zugerannt so ein bisschen. Aber ansonsten sieht es relativ identisch aus. Aber normalerweise war es halt immer so, dass die Beute stehen bleibt und dann kamen die Raptoren. Aber ich glaube, der Kampf ist ziemlich gleich. Ja, es war, glaube ich, nur so ein bisschen der Anfang. Ja, ich denke mal, das werde ich dann auch noch in weiteren Videos und sowas ausprobieren. Auf jeden Fall soll es da so ein bisschen Verhaltensänderungen gegeben haben. Und ich denke, jetzt habe ich euch auch alles über das Update 2 gezeigt. Das war wirklich eine Menge Info und das Video ist, glaube ich, auch echt lang geworden. Ich hoffe, ich habe nichts übersehen oder sowas oder vergessen. Falls ja, schreibt es gerne in die Kommentare. Und für euch sollte das Update jetzt auch bald verfügbar sein. Ich glaube 15 Uhr am 8.3. Und jetzt würde ich sagen, falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Däumchen freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Spielen mit dem neuen Update. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.